Ah, da ist der Auffahrunfall. Da kam er. Klein, wendig, kompakt und hässlich. So könnte man den Ignis ganz kurz zusammenfassen. Es tut mir wirklich leid. So Leute, neues Video. LFA ist durch, Mike. Ja. Du machst die Kennzeichen ab. Ja. Ihr habt noch was für mich vorbereitet, ne? Ja, das schönste Auto vom Hof. Okay, Suzuki. Den schönsten Besuch. Suzuki Ignis. Ne, ich habe eben gesagt, habt ihr, weil ich habe das da hinten gesehen, ne? Dann habe ich gesagt, sag mal, habt ihr auch ein Ignis da? Weil ihr habt ja gesagt, ich soll mal ein Ignis fahren. Ne? Das Auto mit dem eingebauten Auffahrunfall. Und das machen wir jetzt tatsächlich. Alter, wie kann man jetzt mal ganz im Ernst, wie kann man so ein Auto bauen? Der ist beliebt. Die Nachfrage ist da und es gibt keinen Konkurrenten. Warum gibt es keinen Konkurrenten? Da kannst du einen Polo kaufen. Ja, aber Preis-Leistung, ne, neueste Technik. Das ist jetzt die mittlere Ausführung und der ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut ausgestattet. Ne? Und das ist ein Hybrid oder was? Genau, das ist ein Mild-Hybrid. Ja. Ja. Also nicht böse sein, aber das, wenn du aus dem LFA aussteigst, dann kannst du dich nur über das da lustig machen. Und ganz ehrlich, guckt euch das mal an, wie klein die Räder sind. Und jetzt nochmal, noch viel krasser, guckt euch mal an, wie klein die Bremse ist. Die siehst du ja fast gar nicht. Hallo? Der Alex hat gerade gefragt, Matthias, bist du wirklich sicher? Weil ich habe natürlich, ich habe gesagt, Emma, habt ihr vielleicht so ein Ignis da für mich? Und die beiden haben mich angeguckt. Warum, Matthias? Ja. Aber wir machen das jetzt wirklich, ne? Ja. Muss ich irgendwas unterschreiben oder gilt der Vertrag vom... Nee, der Vertrag gilt noch. Vom LFA, der gilt noch. Genau. Okay, komm, wir gehen einmal rum. Wie heißt denn diese Farbe? Die finde ich gar nicht so schlecht. Ihr habt ja gesagt beige, aber es ist so ein bisschen... Ja, die Farbe schimpft sich Caravan Ivory. Ne? Caravan Ivory. Genau. Ist also ein Beige-Ton. Ist auch gefragt. Ne? Ja. Gibt es auch noch mit einem schwarzen Dach, also zwei Farbenlackierungen und mit einer höheren Ausstattung auch noch. Und mit einer höheren Ausstattung, ja, genau, okay. Das ist jetzt ein Komfort, es gibt noch ein Komfort Plus. Und also das hier finde ich ja, das hier ist die schönste Ansicht von dem ganzen Auto, dieses krrk, krrk. Deswegen eingebauter Auffahrunfall. Ne? Bam! Und dann ist da hinten flach. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht lustig machen, denn seitdem das so ist, ne, sehe ich ganz, ganz oft Ignisse. Ja. Auf der Straße, weil das ist ja so, wenn du dich auch für ein Auto interessierst, dann siehst du ja plötzlich auf der Straße nur noch dieses Auto. Genau, weil du dich darauf konzentrierst. Und ihr glaubt es nicht, aber es ist wirklich so, ich konzentriere mich momentan sehr auf den Ignis. Ja. Und deswegen wollen wir den jetzt mal Probe fahren. Ich steige jetzt einmal da hinten ein. Guck mal hier, verschiebbare Bänke. Das ist ein Platzwunder. Ja, finde ich auch. Hallo. Hör mal, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich glaub's nicht. Komm, steht dir aber. Ja, ja. Naja, der sieht auch aufgeräumt aus. Wahrscheinlich alles an Bord, was man so braucht. Hier, guck mal, Sitzheizung sogar. Quadratisch praktisch gut. Kann man diese Rückenlehne noch ein bisschen nach hinten machen, sag mal? Dass man die so... Ja, ja. Genau. Ah ja, okay. Ja. Aber dann ist trotzdem noch die Kopfstütze an dem unteren Ende von meinem Schulterblatt. Warte mal. Ich komm eher hier oben dran, als ich die Kopfstütze benutze. Na doch. Ich muss so ein bisschen vorrutschen. Dann kann ich mich hier so beim Fahrer so ein bisschen reindrücken, ne? Oder so. Nicht böse sein, Leute, aber nach einem LFA kann man mit so einem Auto nicht normal umgehen. Seht ihr das anders? Aber du kannst hinten sitzen, Matthias. Mike, fährst du immer? Okay. Ich hab keinen Bock. Nein, ich fahr natürlich. Also, wir fummeln da vorne in die Kamera rein, dann geht's los. Ah, ja. Guck mal, was hat der hier? Was hat er denn da? Hey, warte mal, wieso geht die Tür nicht zu? Das sind Kameras für die Verkehrszeichenerkennung. Aber wieso geht die Tür nicht zu? Ist vom Bentley abgeguckt. Wie vom Bentley abgeguckt? Wieso geht die nicht zu? Die müsst ihr mal einfetten. Ne, da ist eingefettet. Naja, jetzt ist sie zu. Also was hat der da vorne? Ein Assistenzpaket, also für Verkehrszeichenerkennung. Ah. Also sind zwei Assistenten, genau. Links und rechts und in der Mitte das Paket. So in etwa. Was kostet ihr denn jetzt, sag mal?
ein schönes Auto. Ja, also der fängt bei 14 an und geht aufwärts bis 18 knapp, 18,5. Mhm. Okay. Gibt es noch mit Allrad, ohne Allrad, Automatik, nicht Automatik. Mach mal bitte einmal Soundcheck. Warte, warte. Also erstens will ich vorne die Lampen sehen, weil die sind nämlich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wow. Wow. Stell vor, Matthias, du hast dieses Auto in deiner Garage und siehst den jeden Tag. Du verliebst dich wirklich in den Wagen. Ich verlieb mich in den Wagen, glaubst du? Ja, nicht so viel. Der ist doch noch kalt. Nein, ist er nicht. Ach, hast du warm gefahren für mich extra, dass ich gleich reinlatschen kann? Genau. Okay, so. Ich muss diese sexy Heckpartie, die muss ich noch mal ein bisschen rausarbeiten hier. Das ist doch wirklich, der sieht auch so aus, als wenn er so die Augenbrauen die ganze Zeit hochziehen würde, ne? Alter, okay, komm. Fahren wir los. Ich glaube das ja wirklich nicht, aber wir fahren jetzt wirklich den Suzuki Ignis, den ihr euch gewünscht habt. Ja? Ah ja, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir wirklich leid, weil die Jungs haben jetzt gerade auch gesagt, das ist wirklich ein beliebtes Auto, ne? Lenkrad ist verstellbar, aber leider nicht in der Tiefe. Ist echt ein beliebtes Auto. Weil klein und du sitzt halt so ein bisschen höher. Und das ist das, was das Auto so beliebt macht. Also es ist quasi ein SUV. Also so ein bisschen wie ein Urus oder ein Bentley Bentayga, sowas in der Richtung. Ja. Ein wunderschöner Sonnenuntergang. Handbremse geht übrigens auch. Jetzt passt mal auf, wie ich den euch schön rede. Das geht nämlich ganz, ganz einfach. Also, wir haben hier ein Hartplastik-Lenkrad. Auf Fahrwarnung. Hat er hier einen Sensor? Also, er hat auf jeden Fall gemerkt, dass ich nicht aufmerksam bin. Wie findet ihr eigentlich dieses neue Kia-Zeichen? Könnt ihr mir mal auch hier reinschreiben. Gefühlte 28.000 Sekunden habe ich gerade Gas gegeben im dritten Gang und dann haben wir irgendwann die 100 erreicht. Warum wir dieses Auto überhaupt fahren, ist ja ganz klar. Es geht darum, ich habe dieses Auto gesehen und habe einfach nur gedacht, in einem Video, GLE glaube ich war es, habe ich gesagt, Alter, das Ding sieht aus, als wenn es einen kompletten Auffahrunfall gehabt hätte. So, hier. Automatisch auf 70 km/h erhöht. Der Suzuki Ignis ist eins der schlimmsten. Sorry, ich mag Suzuki echt gerne, aber der Suzuki Ignis ist das hässlichste Auto der Welt. Punkt. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das ist so brutal hässlich, das Auto. Das sieht aus, als wenn er einen Auffahrunfall hinter sich hätte. Guckt euch das mal an, bitte. Das sieht man nicht in der Kamera, ne? Muss man ein bisschen näher ranfahren mal. Machen wir eine Ampel. Guck mal, was der für einen schweren Bleifuß hat. Der guckt die ganze Zeit, ah, kann ich vorbeifahren, kann ich vorbeifahren? Mit seinen 33 PS. Und es sieht auch wirklich so aus. Und ich bin wirklich nach wie vor der kompletten Überzeugung, dass das eines der hässlichsten Autos der Welt ist. Dieser Suzuki Ignis. Es tut mir wirklich leid für alle Besitzer. Aber es ist wirklich, von vorne geht der noch, ne? Wenn ihr so von vorne sieht, mit dem Tagfahrlicht, mit diesen kleinen Tränensäcken, LED-Fahrlichtern und so, ne? Das sieht so ganz knuffig aus und so. Aber sobald du so von der Front so seitlich gehst, dann denkst du dir, oh, das ist irgendwie nicht gut. Und wenn du es dann von ganz hinten siehst, dann denkst du dir einfach nur, Auffahrunfall. Deswegen fahren wir dieses Auto, weil wir einmal checken wollen, kann das vielleicht trotzdem cool sein? Klima hat er. Hat er Navi? Nee, ne? Aber ich weiß vom Niki, der ein großer Suzuki-Experte und auch Verfechter ist, dass das super geile Motoren sind. Dass auch die Technik hier, Connectivity und so weiter und so fort, dass das alles vollkommen cool ist. Das funktioniert alles. Das ist ein komplettes Auto. Und deswegen
ja, muss man dem Ganzen natürlich mit Respekt, mal gucken, ob der Leerlauf auch drin ist. Warte. Leerlauf ist, glaube ich, drin. Muss man diesem Auto mit Respekt einfach gegenübertreten und einfach sich immer angucken, was der alles kann. Also USB AUX, 12 Volt, 120 Watt. Hier Lane Assist hat er. Und jetzt mal durchziehen. Jetzt mal durchziehen. Jawohl, da sind die 70 schon. Auffahrwarnung. Ist sehr früh eingestellt. So, einmal wollen wir jetzt noch ganz kurz dieses Faszinosum von diesem Fahrzeug mal ein bisschen uns näher betrachten. Das ist schon heftig, ne? Also das hier, das finde ich relativ süß, ganz ehrlich. Und irgendwie sieht das so aus, als wenn da Suzuki stehen würde. So, hier geht's noch, ne? Aber da siehst du dann schon hinten diese Kante, wo du dir denkst, hä? Warum? Und dann auch das Verhältnis hier von Rad zum Rest. Zwei Drittel, ein Drittel so gefühlt. Windgeräusche. Passt schon. Bremse. Ja, er bremst. Komplettes Auto. Verschiebbare Rücksitzbank. Finde ich klasse. Kannst entweder größeren Kofferraum oder mehr Beinfreiheit machen. Dass du da jetzt nicht mit 1,93, so wie ich groß bin, nicht so lange Strecken sitzen solltest, das ist auch wiederum klar. Aber ganz ehrlich, es ist so ein bisschen so ein Dacia Sandero. Es ist ein Auto, was eine Funktion erfüllt, aber keine Emotionen in dir hervorruft. Na, da ist der Auffahrunfall. Da kam er. Es tut mir wirklich leid, aber das ist wirklich, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das wird auch durch die Farbe nicht schöner, die aber tatsächlich schön ist. Das ist so taub, würde ich sagen. Oder, Mädels? Für die Damen. Alter, wie kann das aussehen? Und dann guck mal, wie breit die Reifen da unten rausstehen. Ne? Warum ist dann da nicht auch noch Karosserie? Dann könnte es ja innen drin noch ein bisschen größer sein. Also ich meine, es ist ja logisch, dass man das macht für die Fahrdynamik, die Räder möglichst weit außen hinzustellen. Ne? Aber warum ist dann nicht hier auch noch Karosserie? Dann könnte der ein bisschen... Dann würde er ein bisschen breiter... Nee, dann würde er nicht so breit dastehen. Ja, ich bin kein Autodesigner, ne? Da hast du Fensterheber. Boah, sind die schnell. Das weiß ich noch vom Suzuki Jimny. Runter, Automatik, hoch, keine Automatik. Ist das so viel teurer, diesen Schalter auch andersrum so zu machen, dass der auch hochautomatisch geht? Weil das ist ja nur hier dieser Drücker. Spiegelverstellung elektrisch, Klima hat er. Keine Automatik, aber ne, brauchst du auch nicht. Handbremse funktioniert. Wahrscheinlich kann man mit diesem Gerät faszinierend auf so 180 Grad kehren, wie auf der Hausstrecke, abbiegen. Muss halt mit richtig krassem Überschuss reinhämmern in die Kurve und dann Handschuhfach hat er. Und ich lese das immer mal, hier müssen wir rein. Ich lese das immer mal wieder, ne Matthias, ja, du findest ja jedes Auto toll und so. Ja, ich finde jedes Auto toll und ich stehe dazu. Hinten Trommelbremsen, jawollo. Gut, das hier finde ich ganz cool so. Das ist so soft, guck mal, das ist so Softplastik. Ist so ein bisschen angelehnt, so Lufteinlass, Auslassmäßig. Aber ich fürchte, wir gucken uns jetzt einmal den Motor noch an. Ja, okay, haben wir gesehen. Also, ich sag's euch ganz ehrlich, der Suzuki Ignis wird optisch vollkommen unter Wert verkauft. Das ist ein gutes Auto, was nicht besonders schön ist. Und ich weiß nicht, was hier für ein Motor verbaut ist, aber er reicht. Er verbraucht nicht viel. Er bringt dich von A nach B. Er ist nicht sonderlich teuer. Ich glaube, dass die ganz coole Garantiezeiten haben. Und guck mal hier, die haben hier sogar Carbon. Also, Probefahrt bestanden. Nach 3 Minuten. Nein, ganz im Ernst. Du sitzt hier echt okay. Höhenverstellung beim Sitz hat er auch. Manuell natürlich.
hier auch manuell. Die Lehne habe ich schon verstellt, die ist auch manuell. Kannst aber auch hier direkt dich hinlegen, wenn du keine Lust mehr hast. Wenn du müde bist von der geringen Beschleunigung, dann legst du dich einfach ab am Autobahnrastplatz. Hartplastik hier am Lenkrad finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Sieht so ein bisschen aus wie Leder, ist aber natürlich kein Leder und fühlt sich auch nicht an wie Leder. Hier oben, das ist aber alles, das ist so Mittelhartplastik. Also das ist okay, ganz ehrlich. War im Dacia Sandero ein Tacken härter, ein Tacken heftiger, ein Tacken billiger so. Aber der ist natürlich auch wesentlich billiger, der Sandero. Und auch größer, muss man sagen, glaube ich zumindest. Aber ganz ehrlich, man sitzt hier wirklich so ein bisschen fast wie in der G-Klasse. Man sitzt hier wirklich so ein bisschen höher. Und das ist ganz entspannt und ich kann das verstehen. Der Alex hat das eben gesagt, als ich die Kameras eingebaut habe, dass halt viele Leute, die so ein bisschen höher sitzen wollen, sich so ein Auto kaufen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Blöde ist, man sieht überhaupt gar nicht, wie die Ampel ist. Mal gucken, wann ich darauf hingewiesen werde, dass die Ampel grün ist. Weil es wirklich, ich muss so machen. Ah, sie ist grün. Ich muss so machen, damit ich sehe, ob sie grün oder blau ist. Klein, wendig, kompakt und hässlich. So könnte man den Ignis ganz kurz zusammenfassen. Es tut mir wirklich leid. Danke fürs Zugucken. Habt euch lieb. Ignis, check, gefahren. Abonniert diesen Kanal, denn es wird weitere Highlights geben. Ciao.